Hey Leute, herzlich willkommen bei Wissenswert. Die iPhone-Gerüchteküche brodelt wieder und es scheint so, als würde das nächste iPhone nicht einfach nur eine Verbesserung des alten sein, sondern eine kleine Revolution. Laut einigen Analysten soll neben dem iPhone 7S und dem iPhone 7S Plus diesen September auch direkt das iPhone 8 erscheinen. Da dieses Jahr das iPhone seinen 10. Geburtstag feiert, plant Apple zum Jubiläum eine Art iPhone Pro. Das steht dann ungefähr im Verhältnis zum normalen iPhone wie die iPads zu ihren Geschwistern mit der Endung Pro. Wofür diese Endung ebenfalls bekannt ist? Genau, für einen sehr hohen Preis. Das kommende Jubiläums-iPhone soll über 1000 Euro kosten und kann sogar laut einem Analysten zwischen 1300 und 1500 Euro kosten. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was soll dieses iPhone denn können, um so einen gigantischen Preis für ein Telefon rechtfertigen zu können? Zuerst kommt da wohl das Display. Seit Monaten schon strömen Berichte ein, die besagen, dass das nächste iPhone erstmalig ein OLED-Display haben soll mit 120 Hz Framerate. Und, das ist das Wichtigste für die meisten, es soll fast komplett randlos sein. In den ersten Rendern und Mockups sieht das schon mal ziemlich stylisch aus. Aber auch hier kann man fragen, ob so etwas den angeblichen Preis von über 1300 Euro rechtfertigt. Doch Apple setzt neben einem schicken Display noch auf ein paar weitere Features, die so bis jetzt noch kein Smartphone besitzt. Das nächste iPhone soll einen 3D-Sensor für die Frontkamera haben, mit dem unter anderem Dinge möglich sind wie Videotelefonie, bei der man sich direkt in die Augen gucken kann. Und natürlich allerlei Augmented Reality-Spielereien, wie bei Snapchat, nur auf Steroiden. Dies ist übrigens die Software der Firma, die Apple für den Sensor erworben hat. Auch auf die Rückseite kommt ein 3D-Sensor, mit dem man alle möglichen Augmented Reality-Anwendungen benutzen kann. Allerdings sind Apps wie Minecraft in Real Life oder auch IKEA in deiner Wohnung bereits ab September für ältere iPhones möglich, da Apples eigene Software für Augmented Reality in iOS 11 standardmäßig verfügbar sein wird. Der 3D-Sensor in der Frontkamera kann übrigens auch für die Entsperrung des Handys genutzt werden. Und wie wir Apple einschätzen, wird er wohl auch noch ein paar weitere praktische Dinge können. Eventuell lässt sich das iPhone sogar mit Handbewegungen steuern, die der Sensor dann registriert. Auch Siri soll jetzt einen eigenen Chip bekommen, der sie so richtig intelligent machen soll. Der eigens erstellte Chip ist nur für künstliche Intelligenz und die dafür benötigten Rechenprozesse. Aktuell hat Siri noch mit den einfachsten Aufgaben zu kämpfen. Ob das so bleibt, mal abwarten. Und der letzte Punkt, das iPhone 8 wird deutlich leistungsstärker als das vorherige iPhone. Doch das ist ja zugegebenermaßen kein Wunder, da es quasi jedes Jahr heißt, dass das neue iPhone um so und so viel Prozent schneller, stärker und besser ist. Wichtig zu beachten ist, dass das alles nur Gerüchte sind. Hundertprozentig sicher ist hier also gar nichts. Wir sind mal auf eure Meinung zum nächsten iPhone gespannt und was ihr da gern sehen wollt. Schreibt uns mal in die Kommentare, wie ihr so über die Funktionen und den Preis denkt. Und schreibt uns ebenfalls mal, ob wir mehr solcher Tech-Videos machen sollen. Wir sehen uns dann das nächste Mal hier bei Wissenswert. Haut rein!